Wir stehen hier im Tatragebirge. Unsere erste Wanderung, ausgestattet mit Vollpfostenantenne, gehört sich ja so, im Hochgebirge. Übrigens das kleinste Hochgebirge der Welt. Wir wollen ja auch klein anfangen. Wir fangen jetzt mal so ganz langsam und piano an. Mit so 1000, 2000 Meter. The silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways. Der Parkplatz ist zwar noch nicht ganz voll, aber da werden noch einige kommen heute. Das ist ja wohl ein traumhafter Anblick. Die hohe Tatra. So, die ersten Höhenmeter sind geschafft. Ein Blick zurück auf unser kleines Bobbil. Also wir haben es noch nicht ganz geschafft. Was lachst du? Wir haben es noch nicht ganz geschafft. Nein, wir sind schon ein Stückchen höher gekommen. Ja. Unser Ziel ist der rechte, in Wolken verdeckte Gipfel. Wir nehmen natürlich nicht die Seilbahn, weil wir haben ja sportlichen Ehrgeiz. Wir laufen hinauf. Andersrum. Scheiße. Okay. Da oben sieht man schon die Station der Seilbahn, die Mittelstation und links kann der Wanderer weitergehen. Also mal hier auf so einer kleinen Seitenecke. Natur pur. Die hohe Tatra. Hier bin ich einen kleinen Seitenweg links gegangen. Oben die Seilbahnstation vor dem Berg. Das ist unser Ziel. Ich werde jetzt wieder rechts runterschwenken. Da wartet Günther. Jetzt weiß ich gar nicht, wo im Moment Rita ist. Sie sagte zwar, ich soll hier warten, aber ich sehe sie im Moment gar nicht. Rita! Wendet sich auch nicht. Rita! Rita hat gerade gesagt, der Weg ist traumhaft. Ist aber auch wirklich. Ja. Herrlich. Also die erste Zwischenstation haben wir gleich erreicht. Wir sind jetzt hier in einer Sackgasse gelandet. Ich hoffe, wir finden noch den richtigen Weg rauf zur Station. Weil wir haben es ja ziemlich weit rauf geschafft. Hätte gar nicht geglaubt, dass wir so hoch kommen. Mal schauen, vielleicht finden wir noch den richtigen Weg. Wieder zurück zum Go-Kart-Weg. Damit wir raufkommen zur Zwischenstation. Ich komme! Bitte? Das erfrischt? So richtig schön lecker warm. Da können wir bestimmt laufen. Halt mal eine Schnee, guck mal jetzt. Wir haben gleich die Station erreicht, sind nur noch wenige Meter trennen uns. Ja. Also wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ich habe es heute Morgen nicht geglaubt.
geschafft. Immer wenn du meinst, es geht nicht mehr, ist dein Täubchen und treibt dich sehr. Ein paar Meter müssen wir noch. Also wir sind jetzt hier oben auf der Station. Turn toward me, look so weak. I've never seen you with such tired eyes. Everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. So, ich habe jetzt mein kleines Bier. Okay. Rita, bye bye. Schatz, Rita hat ihren Eistee, ihren kalten. Wir haben uns jetzt verdient. Naja, das kleine Bier hier, einen halben Liter nur, haben wir hier nur. Also einen halben habe ich ja jetzt getrunken. Und ich könnte jetzt noch einen halben trinken, aber wir müssen ja noch nach unten. Und da müssen wir laufen. Und deshalb lasse ich den zweiten halben weg. Also die Station haben wir jetzt geschafft. Und wenn ich mir das so ansehe, die Höhe, die wir geschafft haben, ist schon imposant. Ich stehe schon auf Zehenspitzen. Von hier oben haben wir einen sehr schönen Ausblick. Wenn ich jetzt daran denke, dass wir den ganzen Weg wieder nach unten müssen, den wir uns in mühevoller Kleinarbeit raufgequält haben. Unser Abstieg hat begonnen und ich schwenke einfach mal rüber. Unser Weg nach unten. Wir haben jetzt unsere erste hohe Tatra-Tour beendet. Sie war sehr schön. Und wir haben einige Höhenmeter und einige Kilometer geschafft. Es hat Spaß gemacht, mal wieder eine längere Strecke zu laufen. Ja. Und vor allen Dingen mit so vielen Höhenmetern. Wir werden auf jeden Fall hier noch einige Touren machen. Der Platz ist nicht ganz so voll, wie wir erwartet haben. Aber das kann uns nur recht sein. Ich werde mir jetzt erstmal mit Rita ein kühles, schönes, alkoholfreies Bier gönnen. Das haben wir uns verdient. You turn toward me and look so weak. In dieser wunderbaren Bergkulisse durften wir einige Tage den Sonnenaufgang erleben. Unsere morgendliche Dusche hier vor Ort. Da oben ist Günther, der hat sich schon geduscht, der ist schon frisch und geht hoch. Hier beginnt einer mit gelb-weiß gekennzeichneter Wanderweg. Der Weg geht stetig bergauf und fängt hier mit einem kleinen Bach, über den eine Holzbrücke geht, an. Wir werden heute nicht mehr allzu weit laufen, aber dieser kleine Pfad fängt hier spannend an. So ein richtig schöner kleiner Trampelpfad, stetig bergauf. Gut gekennzeichnet ist dieser Pfad allemal, immer mit diesem gelb-weißen Hinweis. Said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie.
And underneath the rose of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent for the wind is calling. You must return to the wild. You're silent for the wind is calling. You must return to the wild. Take your socks and shoes right off. Einfach ohne Kommentar. Natural light is so damn polite. Can make you feel just like you were young again. Sind drauf? Danke. Sitzen in der untergehenden Sonne und trinken unser Abendbier. Prost. Wir fühlen uns pudelwohl, wie man sehen kann. Ja. Ich bin heute super gut drauf, weil wir waren gestern oben am See. Jetzt haben wir aber beschlossen, wir fahren nicht mit dem Auto zum See rauf, sondern wir haben beschlossen, wir setzen uns in die Tatrabahn, fahren dann oben zum See und überall hin, wo wir hinwollen, kaufen uns eine Tageskarte. Und da haben wir wesentlich mehr von, da können wir die Landschaft genießen, da können wir beide filmen, fotografieren, so wie wir lustig sind. Was? Das ist die längste Strecke. Wovon? Ist sie zu dem See, der mit dieser Zahn. Das habe ich dir gesagt. Mit dieser Bahn. Ja. Keiner braucht auf diese Straßen hier aufpassen, diese Serpentinen teilweise. Weil wir haben vor, einmal um den See drum herum zu laufen. Ja, eben. Wie lange läuft man da? 2,5 Kilometer ungefähr. Also wir haben uns immer wieder mal vorgenommen, so ein Video zu machen, wo wir so nur erzählen. Wir wollten sprechen über unsere Reisen. Wir sind jetzt in der vierten Woche. Vierte Woche ist fast zu Ende. Aber wenn man so alles Revue passieren lässt, wir haben ja, wenn ich jetzt so mal aufzähle, Norwegen, Finnland, Schweden, ja. Dänemark, ja. Dann haben wir Luxemburg, Luxemburg, Belgien, Frankreich haben wir angekratzt mit Paris, Tschechien, Slowakei. Wir haben an der Hohen Tatra haben wir ein sehr, sehr nettes tschechisches Pärchen kennengelernt. Natürlich unser Alter. Und die kamen in der Nähe, 3 Kilometer vor Prag. Wir haben auch eine Aufnahme gemacht, haben auch direkt gefragt, ob wir diese Aufnahme veröffentlichen dürfen. Und da blenden wir mal kurz dieses Winke-Winke ein. Ahoi! Mehrere Aufnahmen. Ja, Film. Film. Zeigen. Ja. Video. Film. Film. Ja. Und Bilder kann man rausziehen. Ja. Schöne Bilder, ja. Ne? Ja, machen wir. Sehr, 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 sehr. Marie, nach Marienbad waren wir dann in Pilsen. Pilsen war also das Highlight, also eines der vielen Highlights. Also für mich riesig. Also so 20 Meter unter der Erde, so ein frisch gezapftes Glas Pilz und sowas von lecker, direkt aus dem Fass. Also ich hätte das Fass leer machen können. Ja, ist gut, mit über 1000 Liter. Da waren wir auch in der Altstadt. Die Altstadt, die Kathedrale da in der Altstadt, auf dem Platz der Republik, war das richtig? Ich bin jetzt auf dem Platz der Republik. Genau. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich sah auf jeden Fall dann unten so ein Schild, 299 Stufen. Und als wir oben ankamen, waren wir richtig frisch. Ja, sowas von. Sowas von frisch. Wir haben erstmal eine halbe Stunde da gesessen, aber mussten dann auch feststellen, als wir da gesessen haben,
Jeder rauf kam, jeder, der rauf kam, egal welches jung, Alter, die waren alle Foxy. Ja. Doch, das stimmt aber nicht. Jeder. Und bei Foxy sind wir dann auch schon beim nächsten Punkt. Wir waren dann auch in der Synagoge. Ach, traumhaft. Übrigens die drittgrößte Synagoge der Welt und die zweitgrößte Synagoge in Europa. Also ich war das erste Mal in der Synagoge. Wir waren ja schon zusammen in Duisburg in der großen Moschee. Das war auch sehr beeindruckend. Und jetzt habe ich zu Rita gesagt, wir fahren morgen nach Indien und besuchen da, wie heißen da die? Das Taj Mahal, jawohl. Wir machen den nächsten Aufnahmen kommen vom Taj Mahal. Aber schön ist das. Ja, sag das nicht, da bin ich da wirklich hin. Ich glaube, dass irgendwann doch unser Ziel mal wie heißt das? Mongolei wird. Also mein großes... Bis zu der Hauptstadt. Genau. Mein großes Ziel, das habe ich ja mittlerweile jetzt auch reduziert, aber mein großes Ziel ist und bleibt die Mongolei. Ja. Wir haben festgestellt, egal in welchem Land, wir haben nur nette, friedliche, liebe, hilfsbereite Menschen kennengelernt. Also so viel Hilfsbereitschaft wie wir unterwegs und vor allem, wenn wir gefragt werden, habt ihr keine Angst? Also natürlich kommt man so mal lang, irgendwie, aber man guckt schon so ein bisschen, wo man steht, aber irgendwo, na, Angst haben. Wir waren in Prag und Prag, muss ich sagen, also wenn ihr mal Kirmes erleben wollt, ohne Kirmes, dann fahrt nach Prag und stellt euch da mittags um 12 oder 1 Uhr auf die Karlsbrücke, da habt ihr Kirmes. Ja. Und da müsst ihr... Wir waren ja morgens um 8:30 da. Ich gebe dir ja irgendwie schon recht, aber trotz alledem ist es immer das, was man selber ja aussehen möchte. Und daher kommen diese Massen bei schönstem Wetter zusammen. Ja. Es ist einfach so. Viele möchten, möchten das erleben. Also wir waren noch nie, ist nicht richtig, also richtig ausgedrückt, wir waren also nicht die großen Städtereisenden. Als wir das Baltikum besucht haben, haben wir ja so Städte wie Riga und Narva haben wir besucht. Wir waren Tallinn nur ganz kurz. Dann waren wir in Tartu, das war Tartu sehr schön. Tartu war sehr schön, da waren wir auch in den Markthallen drin. Ja. Ich meine, seitdem wir jetzt Pilsen und Prag besucht haben, sind wir süchtig geworden. Also Städtereisen macht süchtig. Ja, vor allen Dingen, entschuldige, da sind wir ja noch gar nicht. Bratislava. Ja, ist egal, spring ruhig nach Bratislava, das ist die nächste. Die auch wunderschön. Da haben wir aber auch wunderschön die Abendstimmung einfangen können. Die Abendstimmung war super. Ja. Also Bratislava, ich habe erst gedacht, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Standen hunderte von Wohnmobilen da. Ja. Und an einer Perlenkette aufgereiht, direkt an der Donau, standen dann immer in erster Reihe fast nur Wohnmobile. Und der Platz war sowas von rappevoll, als wir ankamen. Wir haben uns auf unseren Reisen jetzt hier sehr gut verständigen können mit Deutsch. Es sind viele, die hier noch Deutsch sprechen, in der Schule hatten. Ja. Und mit Ritas Englischkenntnissen. Gut, ein paar Worte verstehe ich auch. Ich frage dann immer, speak your English? Und wenn derjenige dann sagt, yes, Rita, komm mal! Weil wenn der dann anfängt, Englisch zu babbeln, dann brauche ich doch auch zusätzlich noch mal so einen kleinen Dolmetscher. Den habe ich ja bei mir. Ja, mit Händen ganz, und Füßen. Ganz, ganz lieben. Also die meisten können ja dann auch nicht perfekt Englisch, weil wir unterhalten uns ja dann meistens mit... Aber dann geht es meistens gegenseitig, wenn ich frage Englisch, dann sagt derjenige a little bit, dann sage ich genauso. A little bit, a little bit kann ich auch, ja. Also, es geht. Es geht also mit Händen und Füßen, bis jetzt hat es geklappt. Ich mache mal an dieser Stelle Cut. Wir werden also zwischendurch immer mal so berichten. Bei jedem Film gibt es einen Nachspann. Also, wir haben dann, nachdem wir uns das Video angesehen haben, festgestellt, dass Rita nicht immer ganz im Bild ist. Aber das wollte nur sagen, das war Absicht. Und wir sagen an dieser Stelle noch einmal und tschüss. Tschüss. Tschüss.
unser Übernachtungsplatz und Frühstücksplatz. Mal schauen, wie lange wir es hier aushalten. Gleich gibt's leckeres Frühstück. Der Hausherr bei der Arbeit. Und, wie gefällt dir das? Hui. Mir gefällt das sehr gut. Ich koche gerade die zweite Kanne Kaffee. Der hat den Kaffee auf. Extra. Aber ich glaube, dieser eine war eher für Günther. Das Wasser kocht gleich und ist nicht angebrannt. Da läuft hier runter. Weg, Gruß! Wir waren leider nur einen Tag in dieser wunderschönen Bergkulisse hier auf dem Campingplatz und fahren jetzt weiter. Wir haben gerade am Bahnhof unsere Tickets geholt für 3 Tage für hier die Tatribahn und wolkenbruchartiger Regen. Man hört, hab's ja gerade gezeigt. Ja. Jetzt warten wir, dass dieser Wolkenbruch aufhört. Und dann gehen wir zurück und morgen früh zu unserem Bobbil. Ja. Und morgen früh geht's los. Hoffentlich hört es heute noch auf zu regnen. Da hinten wird's schon heller. Glaub ich. Ja, herrlich, ne? Das sieht schön aus. Herrlich, so ein Regen. Guck mal, wie das fliegt, das Bächlein. Da kannst du schon bahnen. Da hast du schon eine richtige Gipsbahn. Wir sitzen jetzt hier auf dem Bahnhof. Wir hatten uns gestern, bitte. Und warten. Und warten. Wir haben 30 Minuten Zeit. Ja. Gestern haben wir uns das Ticket geholt, so eine 3-Tages-Karte. Pro Person 8 Euro. Und da fahren wir jetzt hin. Du kannst den Namen besser aussprechen. Wir fahren jetzt nach Stripske Pleso. Keine Ahnung, ob das stimmt hier. Ja, ist gut. Stripske Pleso. Ungefähr kommt es hin. Zum See. Wir melden uns unterwegs aber noch. Genau. Das hier der. Das wäre die Sestanka. Novi Smokovic. Your ticket in the ticket stamping machine. The next stop is. Tatranske Zruby. Wir gehen jetzt eine kleine Runde um den See. Stripske Pleso heißt der See, mit 1346 Metern. Okay. Also wir konnten uns jetzt nicht genau auf die Position einigen. Geht schon. Aber wir werden wahrscheinlich den hässlichen Kran im Hintergrund haben. Den wollten wir vermeiden, aber der ist mit drin. Ja. Silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Feel the wind touch our face. Let's take a spin to a foreign place. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. To a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape, let's escape. Let's escape. Let's escape.
sunrise. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Wave goodbye to your city life, say hello to the desert sky. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown.